Hallo Lego-Freunde und willkommen heute zu einem neuen Video. Und zwar habe ich gleich mal ganz am Anfang super Nachrichten. Und zwar kann ich diese Stadt problemlos erweitern. Und zwar, ihr seht jetzt hier, wir haben hier einen Teil, zwei Teil, einen dritten Teil, der ein bisschen angeräumt ist halt. Und das sind aktuell 7,2 Quadratmeter. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, diese Stadt auf 14 Quadratmeter zu erweitern. Bedeutet, die ganze Lego-Stadt wird leider abgebaut, in ein eigenes Zimmer verfrachtet, so wie ich es eigentlich immer haben wollte, und kann mich dort austoben, wie ich möchte. Dann ist es auch nicht so, wie es aktuell ist, einfach im Wohnzimmer. Und ich habe einen eigenen Raum dafür. Wie sie erweitert wird, keine Ahnung. Also, das weiß ich aktuell wirklich nicht. Ich weiß auch nicht, wann ich in dieses Zimmer kann. Deshalb bin ich gerade ein bisschen am Überlegen, wie viel Sinn macht das jetzt, so viel heute zu machen, da ich so oder so die Lego-Stadt abbauen muss. Weil, wenn ihr seht, wie breit dieser Tisch eigentlich ist, der passt niemals durch eine Türe, weil das ist ein Tisch, der von hier bis darüber geht. Und da muss ich mir jetzt überlegen, wie viel Sinn jetzt macht, so viel zu machen. Ich kann es aktuell, wie gesagt, nicht sagen, wann ich in das Zimmer kann. Und deshalb werden wir einfach heute mal hier ein bisschen weiterbauen. Und ja, vielleicht schon im nächsten Video im neuen Zimmer, übernächstes Video. Ich kann es euch nicht sagen, ich halte euch auf jeden Fall am Laufenden. Ja, dann würde ich mal sagen, wir beginnen. Und Lego hat mir jetzt, beziehungsweise Bricklink, hat mir jetzt die richtige Platte geschickt, die ich haben wollte, weil vorher war das ein Versehen. Die waren aber extrem schnell. Also die waren dann gleich, nachdem ich das Video abgedreht habe, 3 Tage später aus Deutschland gleich eingeliefert. Super cool. Das gehen wir gleich dahin, dann haben wir endlich mal diese graue Fläche da weg. Das machen wir jetzt auch mal gleich. Ja gut, ist immer ein Wahnsinn, wie lange das dauert. Aber ja, jetzt haben wir das auch mal auf die Grundplatte gelegt. Sieht gleich viel besser aus, finde ich, weil es einheitlich ist. Und ja, jetzt haben wir wieder die 2 Platten. Also die sammle ich hier wirklich schon. Weil von jedem einzelnen Gebäude habe ich jetzt diese Platten bekommen. Mal schauen, wo wir die verwenden kann. Aber ja, so sieht das jetzt aus. Und dann schauen wir gleich weiter, was noch bei der Bestellung dabei war. Ein kleines Sackerl bunte Steine oder eher gesagt einfach gemischte Steine. Ihr könnt euch wahrscheinlich nicht vorstellen, was das wird. Auf jeden Fall baue ich es jetzt mal vor und dann wisst ihr alle, was das ist. Und so bemerkt man, dass man die falschen Teile hat, in denen das nicht drauf passt. Ja, das war wohl nichts mit dem Automaten. Schade. Muss ich die nächsten Teile halt bestellen, damit das wieder funktioniert. Boah, das hätte nur darauf gehört. Ja, dann kann ich heute noch nicht den Bahnhof verschönern mit einem Automaten. Aber ja, das wird dann hoffentlich beim nächsten Mal sein. Muss ich jetzt auf jeden Fall die Teile bestellen. Beziehungsweise mal schauen, ob wieder der Pick-a-Brick, also die Pick-a-Brick-Wand im Lego-Store offen hat.
Ja, dann würde ich mal sagen, dann fließen wir einfach mal wieder ein paar Schienen und machen hier mal die Schwellen. War ja irgendwie klar. Natürlich habe ich auch hier nicht genug Steine. Auf jeden Fall sieht man halt jetzt wenigstens schon mal die zwei Gleise, die halt komplett fertig sind. Als nächstes werde ich mich dann hier ein bisschen herumspielen, weil da weiß ich es leider echt nicht, wie ich das am besten mache in der Kurve, weil das ist ja immer ein großes, bekanntes Problem. Aber ja, ich finde ja, es sieht schon schön aus. Als nächstes bauen wir diese Tafel. Daran, da habt ihr fleißig abgestimmt dafür, dass ich die anbauen soll. Und ich habe mir das jetzt so überlegt, dass ich das jetzt hier so montiere, dass es ein Block Abstand ist, also ein Stein hier Abstand, damit es auch ein bisschen 3D-förmig wird und nicht immer so flach, wie es halt aktuell ist. Das heißt, ich baue das so einfach dran und auf der einen Seite lasse ich die Glasscheibe. Muss mir jetzt auch überlegen, wie ich das am besten befestige, weil ja, ich kann jetzt keinen Stein da hinten einfach so rausnehmen. Da das ein Sticker ist, das muss ich mir jetzt noch überlegen, vielleicht hier oben, aber das schaue ich mir an. So sieht das Ganze jetzt aus. Schwebt einfach mehr oder weniger in der Luft. Und wie ihr schon gesehen habt im Video, habe ich das jetzt einfach so befestigt. Also mit 1er und mit 6er Verstrebungen, beziehungsweise 8er. Das hängt jetzt da einfach in der Luft. Ist das natürlich noch lose, schaut auch von hinten nicht schön aus. Aber ich finde, es hängt da mal. Und auf der anderen Seite, ist jetzt nicht so wichtig, aber habe ich da jetzt einfach den kleinen Spalter jetzt noch aufgefüllt, damit man nicht durchschauen kann. Ich hätte jetzt hier beim Bahnhof einfach ein schlichtes Flachdach gemacht und vom Vorgänger. Also von dem kleinen Bahnübergang hätte ich das einfach so draufgesetzt. Aber jemand im Kommentar meinte, ich soll auf keinen Fall ein Flachdach machen. Jetzt wollte ich gerne noch fragen, ich hoffe, die Funktion gibt es noch bei YouTube, weil es aktuell rausgenommen wird. Stimmt es mal rechts oben bitte ab, ob ich hier ein Flachdach machen soll oder ob ich noch einen Stock draufbauen soll. Und den Stock kann man erreichen über eine Leiter, die ich dann hier platziere zum Beispiel. Oder meint sie einfach, nee, ein Flachdach und das reicht auch aus. Natürlich werde ich es nicht einfach so draufsetzen, sondern schon ein bisschen schöner machen. Aber das würde mich interessieren, was ihr darüber meint. Stimmt es einfach rechts rum ab. Nachdem die Werbetafel steht, ist unser nächster Schritt, einen kleinen Bahnübergang für unsere Straßenbahn zu bauen. Da würde mich auch noch eure Meinung interessieren. Soll ich den überwacht machen? Bedeutet, soll da eine Schranke hin oder eher nicht, weil eine Straßenbahn, die halt bei mir jetzt herumfährt oder so, die hat jetzt keine Schranke oder Lichtanlage. Also manche haben zwar eine Lichtanlage, aber nicht alle. Da sind jetzt eure Meinung interessiert, ja oder nein. Hier bei dem zweiten Bahnübergang, der ein bisschen später kommt, da wird natürlich eine überwachte Anlage sein, also mit Schranken, weil da fährt ja ein richtiger Zug. Und da fährt ja nur unsere Straßenbahn. Aber als nächstes baue ich ihn mal und dann sehen wir uns wieder.
So sieht jetzt unser kleiner Bahnübergang aus. Nichts Besonderes, ich habe das jetzt einfach nur mit den 1x4er schwarzen Plates gemacht. Das ist jetzt alles locker, weil ich halt nicht die 2x4er hatte, sondern immer nur diese ganz normalen 1x4er Platten. Deshalb ist das alles sehr lose. Das heißt, das müssen wir eh noch ändern. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich baue es einmal auf, damit ich ein Gefühl habe, wie das ausschaut. Und falls ihr euch fragt, warum ich die Rampen nicht mit den Teilen gemacht habe, da ich halt gerne den Unterschied haben möchte zwischen Straßenbahnübergang und naja, Schnellbahn oder halt Zugübergang. Und deshalb habe ich mich entschieden, eher für die eher die steileren Variante als diese normalen Teile. Weil die Teile werden wir dann so oder so hier benötigen. Und da ich leider beim letzten Startupdate vergessen habe, jemanden zu erwähnen, bedeutet es, dass ich heute zwei Personen erwähnen werde, beziehungsweise zwei Kanäle. Und zwar beginne ich gleich einmal mit Brick Brother. Das ist ein sehr, sehr kleiner Kanal. Ich glaube, den gibt es erst seit ein, zwei Monaten. Hat erst 24 Abonnenten und insgesamt erst 1000 Aufrufe oder so. Schaut da gerne mal hinein. Und das Lustige ist, dass sie mich gerade im neuesten Video sogar erwähnt haben, was nicht einmal abgesprochen war oder sonstiges. Finde ich sehr, sehr nett. Schaut gerne mal vorbei bei ihnen. Die machen aktuell Mocs oder generell sehr, sehr viele Sachen. Und ich glaube schon, dass dieser Kanal mal irgendwann etwas größer wird, wenn sie dranbleiben. Deshalb appelliere ich an euch, schaut, dass ihr dranbleibt, Jungs, und ihr werdet sicher mal groß werden. Der zweite YouTube-Kanal ist Santa Bricks Studio, hat 300 Abonnenten und macht Stop-Motion-Filme. Das ist extrem cool. Ich habe sogar einen mal probiert. Ich zeige euch mal kurz einen Ausschnitt für alle, die auf Instagram mir folgen. Die kennen das Video schon, aber hier mal kurz das Video. Damn, boy! Und obwohl dieses Video gerade mal 20 Sekunden lang dauert, bin ich da einige Stunden dran gesessen. War zwar mein allererster Stop-Motion-Film und ja, ich finde das extrem cool, extrem interessant. Einige feiern das auch von euch. Also schaut doch gerne mal bei Santa's Bricks Studio dabei. Beide Kanäle sind übrigens unten verlinkt. Für heute war es das leider schon. Es war ein etwas kürzeres Video. Weil, wie immer, man kennt das Problem, die Steine gehen aus oder man bestellt die falschen Steine. Ich bin also ein richtiger Spezialist, der immer die falschen Steine apparat hat. Aber ja, ich hoffe, beim nächsten Video machen wir da einiges weiter. Und ich warte halt noch immer seit Ewigkeiten, bis diese ganzen Platten da ankommen, damit wir endlich mal den ganzen Gehsteig da fertig haben. Weil es ist immer noch grau und ich weiß, es gehört noch sehr viel begrünt und Pflanzen, ja. Ich weiß, es ist halt eine riesen Baustelle, aber wir schaffen das schon. Und ja, nicht wunder, die Signallampe ist das nächste Mal da auch eingebaut. Ich musste die nur kurzerhand wieder weggeben, weil ich was ausprobiert habe. Aber da werden wir auch wirklich dann die ganzen elektronischen Sachen reinbauen im nächsten Video. Also bleibt auf jeden Fall dran. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, wie immer, schreibt es gerne hinein. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Haut rein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hier ist alles super. Hier ist alles cool, denn du bist nicht allein. Hier ist alles super. Hier kann dein Traum wahr sein. Es ist alles besser, wenn